So, ich will bloß schnell zu dem Amphitheater. Oder wir nennen es einfach nur zu dem Theater. Ich habe keine Ahnung, ob das, was das wirklich ist, wie man das nennt. Oh, los, schnell hier hoch. Dann habe ich alle Teile und dann bin ich hier weg. Kann ich in den Tempel rein. Hoffe ich zumindest, dass es das dann war. So. Stellen uns hier hin. Buddeln hier raus. Wenn es gehen würde. So. Schippe weg. Das Stück genommen. Na, nimm's doch. Und abgehauen. So, alle Fragmente. Auf zum Tempel. Und dann haben wir nur noch eigentlich einen Gegenstand über. Und das wäre der Schraubenzieher. Gut, die Schippe haben wir ja auch noch. Aber was ist mit der Schippe? Wozu brauchen wir die jetzt eigentlich noch? Ich hoffe nicht, dass wir im Tempel überbuddeln müssen. Oder im Schraubenzieher noch ein paar, weiß ich, irgendwas festschrauben oder so. Oh, jetzt bleib hier nicht hängen. Danke. So, und wer hier oben verfolgt mich jetzt wieder was? Läuft ja ziemlich gut gerade. Zweimal musste ich bis jetzt im Spiel nachgucken. Was heißt zweimal? Eigentlich nur einmal. Nee, einmal habe ich bloß nachgeguckt. Wegen dem Eingang in das Haus. Weil das andere habe ich ja nicht nachgeguckt. Da bin ich einfach nur durch dummen Zufall nochmal überall rumgelaufen. Und war dann im Haus drinne. Und hab dann im Haus gesehen. Ah, guck mal, da ist noch was, was ich übersehen habe. Da bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich hab. Finde ich gut. So, lieber Tempel, dann offenbar mir, was in dir steckt. Einmal alles hingepackt. Eins. Zwei. Na. Oh. Drei. Vier. Fünf. Das Zepter. Und jetzt? Merkwürdige Metallgegenstände aus dem Tempel. Schön. Und jetzt habe ich nur eine Idee, wie es weitergehen könnte. Versteck dich, versteck dich. Ja, nimm dir die Kutte, los, zieh dich um. Ja, so macht man das richtig. Schön mitten von so. Erst bewusst, du sollst dir die Kutte nehmen, du Sau. Schlüssel für die Typen. Ach, von dem Typen mit der Robe. Und den Dings, du sollst die Kutte dir anziehen. Tag, mein Freund, wie geht's dir? Scheiße, wa? So. War das der gleiche, der uns hier unten verfolgt hat, oder ist das schon wieder ein neuer? Wofür brauche ich den Schlüssel? Entweder fürs Dorf oder für irgendwas in dem anderen Ding, weil das Zepter, glaube ich, brauche ich für da, wo die Stein, wo das Stein, wo das Zeichen da in dem Stein war. Ich glaube, da muss noch irgendwas mit passieren. Irgendwie habe ich das so im Urin. Na, wir gehen, wir müssen wahrscheinlich erstmal nochmal in das Dorf gehen. Oh, jetzt bleibt er hier nicht hängen. So, wenn ich wüsste, ob der Jogger hier noch da ist. Also Kuppen. Ja, Kuppen-Louis, genau. Kutten-Louis oder Feuer-Louis oder wie man auch nennen möchten. Okay, noch nicht. Ist kein Fireman.
Das heißt, wir nehmen mal den Schlüssel in der Hand und versuchen mal hier die Türen aufzuruppen. Vielleicht ist es ja der Master Key. Nein. Kein Master Key. One Door Key, würde ich sagen. So, hier? Nein. Dann gehe ich stark von aus, dass es auf dem Marktplatz ist. Woanders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Nein. Natürlich nicht. Wie sieht's hier aus? Soll das eigentlich sein? Eine Kirche? Ja, scheint so. Jetzt brennt hier auch auf einmal Licht drin. Okay. Sind wir in der Kirche? Mach mal Tür zu. Ich fühle mich ein bisschen unbehaglich hier drin. Oh. A Trapdoor. Ist versiegelt und hat keinen Griff. So. Genau. Jetzt würde ich sagen, ist der Schraubenzieher weg. Genau, jetzt haben wir keinen Gegenstand mehr. Alles klar. Es wird Zeit für den Keller. Schöne Holztäfelung, ja, so Maserung. Hübsch, hübsch, muss ich sagen, hübsch. Kapitel 3, das Erwachen. Wir waren schon Kapitel 2. Ja, stimmt, ja. Da, wo wir einen auf den Deckel gekriegt haben und beerdigt werden sollten, da waren wir Kapitel 2 gekommen. Wie viele Kapitel hat das Spiel? Das ist natürlich jetzt gerade die Frage. Jetzt würde ich sagen, sind wir eingesperrt. So, sie haben die Bodenluke verriegelt. Was hast du noch gesabbelt? Die haben die Luke verriegelt. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Ja, das ist natürlich klar. Welcome to the Chamber of Secret. Auf Deutsch, die Kammer des Schreckens. Hat schon ein bisschen Kraft, der Junge, ja? Wie er die Särge verschiebt. Nichts drin, schade. Oder die, besser gesagt, die Steinplatten. Hier ist bloß ein Skelett drin. Junge, sieht nicht gut aus, muss ich mal sagen. Ich glaube, das war ein Bug. Das Glitching da gerade. Oder das Blinking. So, was haben wir hier? Nichts weiter, bloß zerbrochene Steine. Hier drüben haben wir noch einen Sarg. Ich denke mal, dass es ein Sarg ist. Ist da was drinne vielleicht? Boah, jetzt hat das Spiel gemackt. Nein, auch oder bloß eine Leiche. Aber ein bisschen zerstückelte Leiche. Nicht gut, nicht eklig. Oh, muss nicht sein. Oh, eine feuchte Wand. Und ein Siegel. Warum ist das alles so feucht hier unten drin? Kommt doch kein Schwein hin. Na. So, was war das jetzt? The Stick of Truth oder was? Holzstab. Kann einen alten Mann markieren. Hier. Auch nichts, auch nichts. Scheint, als hätte sie... Was? Als hätten sie diesen Teil der Katakomben abgeriegelt, um etwas einzusperren. Die Steine scheinen lose zu sein. Lass mich raten. Boah, hat der Kraft oder was? Hat der Kraft? Atze. Okay. Ah, ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Minecraft. So unter Tage, bloß mit Totenköpfen. Oh oh. Ja, dann renn doch mal. Oh, das ist doch kein Rennen, mein Junge. Das ist kein Rennen, das ist im allerhöchsten Fall Joggen.
Oder ein Nordic Walking. Hüpf. Lauf, 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 lauf. Oh, wenn ich hier sehe, wie der rennt, ja, da könnte ich ausrasten, könnte ich zusammendröschen, wenn ich ihn auf der Straße finden würde. Tipp, 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 tipp. Na, was für ein Zufall, war, dass das so Stab gesichert war und ein kleiner Holzstab hält eine komplette Steinmauer auf. Ja, natürlich macht sie das. So, hier haben wir nichts. Nichts, nichts, nichts. Wieder nichts. Only a fucking leer Raum. With many steins. So, hier. Eine Robe, wenn ich sie... Ja, ich hab dir vorhin gesagt, zieh den Mann nackig aus und zieh dir die Robe an. Wolltest du nicht. Und jetzt machst du es auf einmal. So. Komm, wir machen mal die große Funzel an. Jetzt sind wir ja offiziell einer von denen. So. Gehen wir mal weiter. Ich höre irgendwelches Gebrabbel. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das sind runde Steine. Hast du richtig gesehen? Oh, oh. Da ist die Frau. Hat die uns verarscht? Fräulein, ich... Hier ist der Katalyst. Ich sehe, dass du bereit bist für die Zeremonie. Du siehst überrascht. I guess you don't have a clue about what's going on. Let me enlighten you. You are one of us. Just as your father and your mother were. Since you were born, you were meant to be the vessel for the Elephsis of the Great Typhoius. Elephsis? Your father tried to keep you away from us. He made sure that you and your mother would remain hidden. It took us years to track her down. When we did, we only had to wait for the right time. That time came when she wrote the letter asking you to visit her. Then we led you here and tested you. You passed our tests and proved that you really are the chosen one. All you have to do now is enter the pit. Then you will feel the great power of Typhoius burning through your every cell. You will become a god. The power to shape reality will be yours, so don't hesitate. Taste the power and redeem this world. Da hat die mich verarscht, genau wie meine Mutter. Mutter, Junge, ich zieh dir eine über, wenn du mich hier verarscht. Und jetzt soll ich hineinhuppen, was? Geronimo! At first, there was darkness and silence. Then I felt a levitating sensation. Like I was pulled toward something. In front of me, I saw a bright white light filling me with warmth. As I accelerated towards it, I felt my human existence melting away. And at the same time, a new kind of awareness was born inside me. I knew that my own body could not handle that power. But I didn't care anymore. A new existence had risen, filled with power beyond imagination. Now I have the power to shape the world. According to my own will. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt, wo das Spiel eigentlich anfängt, hört's auf. Oh, ich bin extrem enttäuscht. Ich meine, wenn ein zweiter Teil rauskommt, tue ich mich auf jeden Fall. Das ist sowieso klar. Ich kenne mich, aber ich bin auf jeden Fall enttäuscht von dem Spiel. Also das hätte ich nicht gedacht. Das ist doch so... Das ist doch viel zu kurz für den Preis. Es ist viel zu kurz. Es ist... Es hat was, auf jeden Fall, kann man sagen. Es hat eine Menge Gutes, aber auch viel Schlechtes. Ich habe so lange gefreut. Ich meine, ich hätte schon viel früher kaufen können. Aber ich habe gedacht, warte, bis es bei Steam ist. Tja, schade. Wir sind durch, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserer kleinen Eloises-Tour. Oder unsere Verarsche-Aktion von unserer Mutter, die uns heimtückisch nach Griechenland geholt hat.
Und der Kleine, die uns am Anfang schon verarscht hat, der hätte ich auch gleich mal links und rechts mal genickt und nachgedacht. Ja, in Memory, ist okay. Gut, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns. Kommt noch was? Na? What's going on here? Gut, ich würde sagen, das war gerade so der Übergang. Kommt ein zweiter Teil. Wahrscheinlich. Ist aber okay. Also wie gesagt, enttäuscht bin ich auf jeden Fall. Trotzdem, es ist ein gutes Spiel. Im Groben und Ganzen. Es gibt viel schlechtere, wesentlich viel schlechtere. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, jetzt geht's auch wieder los, weiter mit richtigen Horrorspielen. Also da könnt ihr auf könnt ihr euch auf mich verlassen. Also bis dahin, ich hoffe, viel Spaß bei Eloises. Oder Eloise, irgend sowas. Macht's gut und danke fürs Zusehen, für eure Abos, für eure Comments und macht gern weiter so. Empfehlt mich. Ich wünsche euch viel Spaß und macht's gut.